Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Spellforce. Die Kommentare waren sehr einstimmig. Mir nach. Und zwar sollen wir tatsächlich gehen. Wir sollen das Tutorial beenden. Sofort. Und endlich mit dem richtigen Spiel Schnell. Mit unserem eigenen Avatar beginnen. Ich bin gespannt. Vorwärts. Warum nehme ich eigentlich die ganzen Krieger mit? Das geht ja eh nicht. Schön wär's, wenn ich die direkt alle einfach Portale einpacken könnte. Portale erlauben einem die Reise zu neuen Plattformen, auch wenn man dort noch über keinen aktiven Seelenfels verfügt. Wenn Sie dieses Portal benutzen, betreten Sie die nächste Karte. Das machen wir natürlich. Möchten Sie dieses Portal betreten? Ihr habt einstimmig, ja, also bis jetzt zumindest noch einstimmig dafür gestimmt, also ja. Ah, wunderschön. Mensch, diese Karte ist echt toll. Also dieses Blau, wow. Scheint eine Meereskarte zu sein. So, ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert. Oh, gar nicht lang. Okay. Sehr gut. Willkommen zurück, mein Freund. Hi, ich dachte, wir sehen ich uns weiß, wieder. Ich weiß, deine Erinnerung ist verblasst. 8 Jahre sind eine lange Zeit. Viel ist geschehen. Der Krieg ist vorbei. Doch seine Folgen waren verheerend. Die Konvokation hat das Antlitz unserer Welt zerschmettert. Ich habe seither versucht zu erhalten, was von dieser Welt noch übrig ist. Aber jetzt spüre ich, wie die Zeit naht. Der Kreis schließt sich. Und diese Lande brauchen einen Beschützer. Mit dir soll die Macht der Rune noch einmal erwachen. Doch diesmal sollst du nicht der Sklave des Willens eines anderen sein. Diese Rune ist die Geißel, an die deine Seele geschmiedet wurde. Trage sie nun selbst und sei Herr deiner Entscheidungen. Ich bin frei. Meister Rohn, der Orden schickt mich mit wichtiger Botschaft. Etwas geschieht am Wildlandpass. Kreaturen aus schwarzem Stahl, sie brechen in die Nordlande ein. Die Eisernen sind gekommen. So hat es also begonnen. Ihr müsst sofort aufbrechen. In der Tat. Ich werde Darius aufsuchen. Du, mein Freund, solltest zuerst deine Kräfte sammeln und dich ausrüsten. Folge dem Boten in die Stadt Graufurt. Sprich dort mit meinem Freund Sartarius. Er wird dich einweisen. Er gehört zum Orden des Erwachens. Viel Glück. Wir sehen uns, wenn ich zurückkehre, Freund. Bei den Göttern. Er hat tatsächlich einen Runenkrieger gerufen. Ich erinnere mich kaum. Wie gelang ich in diese Stadt? Graufurt. Folgt dem Weg durch die Felsen. Ich werde euch begleiten. Aber lasst uns vorsichtig sein. Die Berggoblins sind in Aufruhr. Ja, und damit beginnt unsere Reise. Da sind wir, ja gut, wir sehen jetzt nicht viel anders aus als vorher. Wir haben zufällig genau, ich glaube, oder? Das ist genau das gleiche Gesicht, das wir gerade schon mit unserem Tutorial-Charakter hatten. Na gut. Folgt der mir einfach? Ich kann ihn nämlich nicht anklicken. Nee, er folgt mir einfach. Okay. Ich glaube, der ist schon aktiviert. Ich gucke trotzdem mal nach. Jetzt ist er aktiviert. Okay. Ja, im Hintergrund hört man leider gerade Steam. Das tut mir leid. Ja, kann ich leider nicht verhindern, wenn ich da angeschrieben werde. Oh, und guck mal, Skelett beschwören. Ja, wir haben ja jetzt unseren eigenen Char. Ich muss gerade echt nochmal nachgucken. Ich glaube, wir hatten Nekromantie. Wo sehe ich denn das? Hauptquest, da steht unsere Quest gar nicht. Das, ach doch, nach Graufurt steht da. Was haben wir hier? Haben wir schon eine Menschenarbeiter-Rune? Okay. Ja, Skelett beschwören können wir uns auch mal angucken. Schwarze Magie, ja, Nekromantie tatsächlich. Hier müsste es ja stehen. Hier, Punkt 1, Nekromantie. Wir können natürlich noch andere hinzumachen. Das hatten wir ja letztens erst gesehen, dass es geht. Na gut. Dann würde ich sagen, weiter. Wir müssen aufpassen, wie gesagt. Hier sind Goblins. Ja, sehr schön. Ach, ich freue mich, dass wir jetzt endlich richtig unterwegs sind mit unserem Char. Mit unserem Avatar. Huch, oh, guck mal, da sind schon die ersten Feinde. Ich sehe es doch. Na, ja, die Kamera dreht sich halt wieder schön. Da ist eine Spinne. Schleichen wir uns mal hier so ein bisschen an. Von Spinnen wurde mir aber nichts gesagt. Ich habe was von Goblins gehört, nicht Spinnen. Ach, wir hätten mal... Na, wie lange dauert das? Na gut, geht. Da ist unser Begleiter.
Ist am Anfang halt ziemlich cool, weil man dadurch ja gleich noch einen Kämpfer mehr hat. Hat nichts gedroppt. Na, hier war da noch irgendwo eine. Ich hatte doch hier eine eigentlich gesehen gehabt, oder? Hier ist eine Kiste auf jeden Fall. Ja, scheint doch die gewesen zu sein. Okay. Gucken wir hier mal. Oh, kann ich die nicht öffnen? Ich glaube, mein Skelett hat da gerade irgendwas... Oh, da ist die Spinne, die ich eigentlich meinte, glaube ich. Ja, jetzt haben wir leider keine Feuerbälle mehr, die wir schleudern können. Aber dafür ist unser Skelett mutig und motiviert. Und da ist er auch schon tot. Das dauert jetzt ein bisschen länger als vorher. Vorher haben wir die schön weggeschmettert mit unseren Feuerbällen. Jetzt müssen wir ein bisschen länger draufhauen. Oh, unsere ganze erste Ausrüstung. Na super. Kriegen wir wieder so ein Riesenschild. Das fand ich vorhin schon so lustig bei der anderen. Oh, schön. Das Einzige, was wir anziehen können, ist tatsächlich der Helm. Ach toll. Stichwaffen 2 oder leichte Kriegskunst. Ja, Voraussetzung beliebige Magieart 2. Ja, da müssen wir noch ein bisschen warten. Das ist alles zu hoch für uns, leider. Ich frage mich, warum die mir nicht Ausrüstungen geben, die ich auch benutzen kann am Anfang. Aber gut. Wer will sich da beschweren? Hier war, glaube ich, nichts mehr. Könnte ich auch da oben lang? Ich muss kurz nochmal gucken. Hier sieht es fast so aus, aber ich glaube nicht. Nee, hier ist auch nichts, soweit ich erkennen kann. Gehen wir mal zurück. Oh, jetzt haben wir diesen Helm auf. Sieht nicht ganz so schön aus. Aber es geht noch, es geht noch. Ist nicht ganz so furchtbar. Ich blende die Helme ja mal gerne in Spielen aus. Habe ich früher bei WoW habe ich das immer gemacht. Da sahen die Rüstungen aber auch teilweise so übertrieben aus. Und die Helme waren so riesig, dass ich das irgendwie nicht so wirklich hübsch fand. Muss ich zugeben. So, das war's schon. Keine Goblins, nur Spinnen. Okay. Kann ich mit dir reden? Aonirs Licht, seid willkommen in den Nordreichen. Was ist das hier für ein Ort? Dies ist der Schattenpass. Er führt durch die Berge zu unserer Hauptstadt Graufurt, dem Sitz des Hauses Wulfgar. Oh, ja, jetzt haben wir auch Gesprächsoptionen. Naja, eine. Wie gelange ich nach Graufurt? Wie gelange ich nach Graufurt? Folgt einfach diesem Weg. Ihr könnt sie nicht verfehlen. Aber haltet die Augen offen. Dieses Land wird nicht umsonst der Schattenpass genannt. Solltet ihr in Schwierigkeiten geraten, dann flüchtet euch hierher. Euer Leben werden wir zu verteidigen wissen. Machen wir. Der hatte ja eine putzige Kappe. Habt ihr das gesehen? Er sah total niedlich aus. Ach, toll. Kann ich mit dir reden? Wahrscheinlich nicht. Du bist eine ganz normale Wache. Okay. Dann gehen wir mal hier lang und gucken, was uns erwartet. Wenn wir schon vorgewarnt werden, dann wird hier garantiert auch gleich irgendwas auftauchen. Spinnen schon wieder. Ich weiß gar nicht, ist das Skelett hier noch da? Ja, da rennt's. Ist nicht ganz der schnellste. Wahrscheinlich auch nicht ganz der hellste, aber immerhin eine Kampfkraft. Na, ich lasse den mal kurz mit drin. Das Gute ist, ich muss ihn nicht selber befehligen. Der rennt einfach meiner Avatarin hinterher. Das ist ganz praktisch. Wow, wir machen echt so gar keinen Schaden. Glück gehabt, dass die andere Spinne uns in Ruhe gelassen hat. Hallo? Mitkämpfen bitte. Nicht nur in der Gegend stehen. Ja, das ist jetzt schon deutlich anders als im Tutorial hier noch, wo alles so ganz einfach war. Da läuft das jetzt hier schon ein bisschen anders. Und noch mehr Spinnen. Ach toll, dass die ersten Gegner unbedingt Spinnen sind. Die liebe ich ja. Und auch überall diese ekligen Spinnenweben. Müsste ich mir eigentlich mal aus der Nähe angucken hier alles. Oh, das habe ich aufgehört. Naja, komm, machen wir es nochmal. Dann gucken wir uns mal die Spinnenweben an. Guck mal, das kleine Skelett, das ist ja echt winzig. Boah, ekelhaft. Ekelhaft einfach nur. Oh, zwei Spinnen sogar. Wie sieht es hier eigentlich aus? Oh, der regeneriert sich anscheinend auch schnell. Zumindest sah es gerade so aus, als hätte er sich regeneriert. Na, ach da. Okay. Das ist immer so gleich so laut, wenn die Gegner entdecken, dieses laute Horn, was da immer klingt. Muss jetzt für meine Ohren nicht ganz so laut sein. Wer ist der denn? Sieht gefährlich aus.
Ist der Alte aufgebrochen? Wie ihr es vorausgesagt habt, Herr. Er wird sich zum Wildlandpass begeben. Gut. Die Schlinge zieht sich langsam zu. Von dort wird er nicht mehr zurückkehren. Was geschieht mit dem Runensklaven, Herr? Töte ihn. Und übergib anschließend diese Schatulle den Anführern der Schwarzen Faust. Sie enthält die Pläne für die Invasion. Aber Herr, ich kann diesen Runenkrieger nicht besiegen. Ich bin nur ein Bote, kein Kämpfer. Ich habe vollstes Vertrauen zu dir. Töte ihn. Dann bring die Schatulle zur Schwarzen Faust. Ich werde dich fürstlich belohnen. Das, mein Freund, war dein erster Fehler. Herr! Vor allem, der könnte uns wahrscheinlich in einer Sekunde so mit dem Fingerschnippen umbringen. Das ist echt dämlich. Vorsicht, Gegner! Ah, da kann man sich echt totlachen. Ah, toll. Das hatte ich, glaube ich, sogar noch so ein bisschen, habe ich es in Erinnerung gehabt, dass das doch irgendwas faul war. Was ist hier geschehen? Verrat! Ich muss auf dem schnellsten Weg nach Graufurt. Berggoblins haben den Weg dorthin blockiert. Sie errichten bereits ein Lager. Es gibt hier ein Runenmonument ganz in der Nähe. Beschwört dort eine Armee. Nur so wird euch der Durchbruch nach Graufurt gelingen. Gerne. Ich muss zuerst diesen Verräter durchsuchen. Die Schatulle muss auf dem schnellsten Weg zum Orden gebracht werden. Dann machen wir das doch. Komisch, nach der Videosequenz ist immer das Bild einmal so klein gedrungen. Eigenartig. Oh, was war denn da alles Schönes in der Kiste? Okay, ja, ich soll den Verräter ja auch noch durchsuchen. Wo liegt denn der? Wo ist denn der? Hä? Wo ist denn der hin? Ich weiß nicht, wo der hin ist. Sag mal, wo ist der? Bin ich gerade blind oder so? Also, der geht jetzt hier einfach weiter. Das gibt's doch nicht. Hier liegt keiner. Hab ich die schon? Warte mal. Ich muss ja jetzt ein Quest... Achso, wir haben die schon. Magisch verschlossene Schatulle. Dieser Gegenstand ist nicht in eine der anderen Kategorien einzuordnen. Achso, ja. Questgegenstand. Ich dachte, da steht ein bisschen mehr dazu. Na gut, mehr sehen wir dann nicht. So, was habe ich denn hier Schönes? Ein Birkenstab und eine Nagelkeule. 3 bis 6 Schaden, Geschwindigkeit 90%, der hat 100%, 2 bis 5 Schaden. Ja, finde ich ehrlich gesagt ein bisschen stylischer. Kann ich den mit dem Schwert nehmen? Könnte ich das auch machen? Tatsächlich. Ist dann schwer. 2 bis 4, 130%. Wie kann man denn 130% Geschwindigkeit haben? Na gut. Schaden 2 bis 4. Ganz ehrlich, probier das mal eben so. Weg bitte. Skelett ist immer noch dabei. Ist unzerstörbar. Wow, das ist echt... Ich dachte, der würde sich nach einer Weile auflösen oder so. Das war ja echt super, den auszuwählen. Also die Nekromantie. Wo ist denn unser Magierfreund jetzt hingerannt? Ach, der ist schon hier oben. Okay. Ja, wie heißt er? Roland Randolf Weißhand. Roland. Wäre auch gut gewesen. So, erstmal natürlich zum Seelenstein. Wir haben sogar noch Zeit. Sehr schön. Ich dachte, wir wären zeitlich schon wieder knapp. Gut. Willst du mir noch was erzählen oder soll ich einfach machen? Gucken wir mal. Huch. Na? Nö. Will er nicht. Gut, dann machen wir mal einfach. Ich guck mal eben mir erstmal die Gegebenheiten an. Okay, wir haben Stein. Na komm, wir machen schon mal ein paar Arbeiter. 5. Hier haben wir Eisen, da oben ist Stein. Gibt es noch was anderes? Ja, Bäume haben wir diesmal reichlich, würde ich sagen. Ja. So. Ach so, stimmt. Ich muss ja mal. Ich habe mich gerade gewundert. Warum kann ich jetzt nichts machen? Auf geht's. Ja? Kein Wunder, ja. Herr der Rune? So. Zu Diensten. Und du kannst ja vielleicht schon mal ein bisschen Eisen holen. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt für Bauen so wichtig ist. Ich guck mal kurz. Na, eigentlich nicht. Herr nee, der ganz Rune? Ehrlich, dann.
Wo soll er hin? Bist du der Eisentyp? Dann mach auch erstmal Holz. Wo baue ich denn den Holzfäller hin? Ach, die Bäume sind aber auch alle so weit auseinander. Hier vielleicht. Ja, ich glaube, hier wäre ganz gut. Dann kann er links und rechts machen. Ist ganz praktisch. Aber erstmal brauchen wir 40 Holz. Willst du schon mit mir reden oder noch nicht? Nee, ich soll erstmal anfangen. Okay. So, dann gucken wir hier schon mal so ein bisschen, sondieren mal. Okay, Hirsch haben wir auch einige. Sehr schön. An Nahrung wird es uns auch nicht mangeln. Na, hier sind Goblins. Okay, und wir sind gerade noch ganz alleine. Na, wir kommen mal sogar her. Ob ich das schaffe? Ich weiß es nicht. Bin nicht ganz sicher, ob ich das schon hinkriege. Aber die kommen auf mich zu. Ich glaube, ich habe gar keine andere Wahl. Warte mal. Och, wo sind denn jetzt die Arbeiter? Wenn man welche braucht, ist keiner da. Die laufen aber zielstrebig hier in die Richtung. Na komm, wir holen uns mal den einen, solange der andere da wegläuft. Kommt er jetzt angerannt? Nee. Merkt er gar nicht. Runenkrieger, zu mir! Das sollten wir schaffen, oder? Okay, also wir machen nicht guten Schaden, aber Skelett. Wir selber sind eine ganz schöne Niete, würde ich sagen. Die Linien müssen halten! Schreit sie ihr Skelett an. Die Linien müssen halten. Mach mal eine Linie alleine. Okay. Boah, also heute ist aber schlimm bei Steam. Ich weiß gar nicht, wer mir da die ganze Zeit schreibt. Sonst schreibt mir tagelang niemand. So. Wie sieht's denn aus mittlerweile? 40 Holz. Okay, sehr schön. Dann würde ich sagen... Na, vielleicht sollten wir lieber einen nehmen, der hier gerade fertig ist. Kein Problem. So, komm mal her. Ich baue die Holzfäller heute, wie gesagt, dorthin. Herr der Rune, da soll direkt mal einen mitgehen. Wir müssen halt hier jetzt ein bisschen aufpassen mit ihr. Wegen dem zweiten Goblin, der kommt bestimmt nochmal. Der läuft hier garantiert irgendwie Patrouille. Hier bin ich. So, kann ich noch mehr bauen? Na, jetzt brauchen wir erstmal wieder ein bisschen Holz. Okay. Dann warten wir mal ein bisschen. Geht's aus? Oh, das geht flott. Wir können auch gleich, ganz ehrlich, ich mache hier mal noch ein paar. Wir können die Gebäude ja dann auch. Was wünscht ihr? Auf geht's. Hier bin ich. Wird sofort ja, erledigt. Auch nur dahin. Ja, der Gebäude wurde errichtet. Du kannst gehen schon mal zum Stein dann gehen. So, wie viel haben wir? Voll, sehr schön. Perfekt. Was wünscht ihr? Haben wir schon? Nee, haben wir noch hier nicht bin genug. Ich. Leider. Was wünscht ihr? Nee, zwei bitte. Was passiert? Was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Oh, guck mal da. Ich weiß nicht, ob wir angegriffen wurden oder was das gerade für ein Blinken, was das heißen sollte. Ja, das Skelett regelt schon. Sehr schön. So, wir stellen uns mal hier wieder an den Wegrand. Haben wir die ersten zwei Goblins, die versucht haben, uns zu übertölpeln, schon mal übertölpeln. Was wünscht ihr? Tölpeln? Oh gut. Jetzt haben wir die schon mal aus dem Weg geräumt. So, Steinbruch kann auch schon mal hin. Ärmel hoch und los. Herr der Rune? Na, ich lass den mal. Zu Dienst. Ärmel hoch noch nicht und los. Verfügt über mich. Verstanden. Können wir uns auch nachholen. Macht er? Oder wo rennst du hin? Herr der Rune, auf geht's. Nee, irgendwie nicht so richtig. So, jetzt. So. Verfügt über mich. Als nächstes habe ich erstmal das Jagdhaus. Ich baue erstmal das Jagdhaus. Hier haben wir Gebäude wurde errichtet. Getier ist eigentlich überall, ne? Ja, sieht eigentlich gut aus. Ja, die können wir hier so mittig irgendwo hinstellen. Komm, stellen wir sie da hin. So, Tiere rennen hier echt genug rum. Sehr schön, Steinbruch ist auch schon fertig. Drei Leute. So, machen wir mal noch ein paar. Mal gleich ein paar mehr. Was wünscht ihr? Bitte dahin. Herr der Rune? Du auch noch. Jetzt aus, voll. Okay. Herr der Rune? So, können wir schon mehr bauen. Die Schmiede und die Mine. Erstmal die Mine natürlich. Ja, das ist gar nicht so schlecht, die dahin zu machen. Wo sind die Arbeiter? Weiß ich nicht. Gerade am Abtransportieren wahrscheinlich. Ja. Da ist einer. Warten wir kurz. Okay, dann komm mal mit. Kannst du gleich was Sinnvolles machen. Und ihr kommt was auch mal ihr? Bitte mit. Und könnt hier schon mal helfen. Einer könnte auch ja. bei der Jagdhütte eigentlich helfen. So, jetzt ein bisschen schneller. Ja, sehr schön. Das klappt doch. Ja, beim letzten Mal war ich da echt ein bisschen lahmarschig, indem ich da wirklich nur drei Arbeiter oder so habe machen lassen. Ich will jetzt nicht übertreiben und nicht zu viele machen, aber
Ja, sollten, die Gebäude sollten schon gefüllt sein. So, kleines Haupthaus. Gebäude wurde errichtet. Direkt mal machen. Irgendwo, wo es nicht stört. Komm, machen wir es hier hin. Sehr gut. Hier sind zwei Jäger. Ist erstmal okay, oder? Gucken wir mal. Gebäude wurde errichtet. Und hier haben wir drei in der Schmiede. Ja, machen wir dann noch ein paar. Ich mach mal das Schötchen hier zur Straße hin. Was wünscht ihr? Dann gibt mir gleich ein bisschen Herr mehr. Herr der Rune? Und was war da jetzt schon wieder? Weiß ich nicht. Heißt das vielleicht einfach nur ein Gebäude ist fertiggestellt? Ich habe keine Ahnung. Verfügt über mich. Und ihr könnt noch hier mit hin. Dann ist hier voll und hier fehlt einer. Das Herr müsste der, Rune? Der dann gleich sein. Hier arbeitet ja keiner in dem Häuschen. Dann sind wir leider auch schon wieder am Ende der Folge. Das hier bauen wir noch. Das dauert aber lange. Einer alleine? Das dauert doch ganz schön. Ich lasse dem noch mal von einem helfen. Oh, wo steht denn der jetzt rum? Ach, scheiße. Ja, der Rune? Bist du der? Okay. Habe verstanden. Arbeiter. Ärmel hoch und los. So, dann machen wir das noch zu schon Ende. Schon dabei. Du, was bist du denn? Ein Goblin. Oh nein. Komm mal hier. Hol dir den. Skelett, wo bist du? Okay. Warum humpelt der so komisch? Der sieht voll komisch aus. Der humpelt hier so lang. Hat der jemand angegriffen von mir? Ich weiß es nicht. Der rennt auf jeden Fall weg. Ich weiß nicht, warum. Oh, nein, das hätte ich nicht machen sollen. Dann hält sie an. Das ist blöd. Okay, ich darf jetzt nicht weiter rennen. Das ist ein bisschen... ist nicht so gut. Lassen wir mal lieber. So. Wo ist... hier ist es. Ja, wo kam denn der jetzt hergerannt, frage ich mich. Hier ist doch gar nichts. Wo kam der denn her? Ganz eigenartig. Und warum ist der so gehumpelt? Wurde der schon mal angegriffen? Das sah echt eigenartig aus. Gebäude wurde errichtet. Sehr schön. Reicht natürlich unser Zeug noch nicht. Kostet 100 Nahrung. Ja, gut. Herr der Rune? So, und ihr werdet jetzt Jäger. Dann haben wir alles voll. Sehr schön. Als nächstes wird dann noch Schmiede gebaut, aber wir warten gerade erstmal. Wir müssen eh erstmal ein bisschen Nahrung farmen. Gut, dann würde ich sagen, der Anfang der Stadt ist gemacht und... oh, guck mal. Unser Skelett ist jetzt tatsächlich weg. Ich mache schon mal ein neues, sonst vergesse ich das in der nächsten Folge bestimmt. So, sehr schön. Huch. Ach, jetzt wird es angezeigt. Gut, vielleicht war es auch gar nicht weg und ich habe das nur so gesehen. Na gut, dann würde ich sagen, ich hoffe die... also erstmal frage ich euch, und wie gefällt euch jetzt das Hauptspiel? Wir haben unseren eigenen Charakter. Gut, sieht es gar nicht so aus, als hätten wir einen anderen Charakter als vorher. Aber doch ein bisschen anders ist es schon. Wir sind jetzt ein bisschen schwächer, merklich. Wir wurden direkt am Anfang verraten, hinterrücks. Aber wir haben hier zum Glück Randolph Weißhand, der uns zur Seite stehen wird. Wir werden uns garantiert noch an besagtem Kerl, der uns in dieses Eis gemacht... ich weiß gar nicht, Stadtname, oder? Ich weiß nicht mehr. Der von der schwarzen Hand, heißen die so? Ich glaube. Ja, an dem werden wir uns garantiert noch rechnen. Ich hoffe darauf, dass wir uns wiedersehen. Und ich hoffe auch, dass wir uns wiedersehen. Also, wenn euch die Folge gefallen hat, gerne ein Like da lassen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.